Willkommen zurück bei Risen. Ich habe mir jetzt mal im Questbuch nachgesehen, wie das mit dem Haus des Dons aussieht. Und es scheint wohl tatsächlich, also Toni hat uns auch gesagt, dass da irgendwo hinter einem Bild so ein Mensch, Schalter ist. waren das nicht. Und ich weiß nicht so ganz. Also, ich habe Was das soll das Ding denn? sehr, sehr lange abgesucht. Falsche Taste. So, so springt man. Und ich werde jetzt nochmal da reingehen. Oh Gott, und ich hoffe, dass wir da jetzt noch vernünftig durchkommen. So. Nochmal speichern. Zur Not schlafen wir gleich nochmal. Und irgendwo hinter einem Bild. Ich werde jetzt einfach mal die ganzen Bilder. Hier ist niemand. Bitte, bitte schlafe. Oh mein Gott, bitte schlafe. Hinter irgendeinem Bild ist das Ding hier. Oh, Goldmünzen. So. Und das werden wir jetzt suchen. Und ich hoffe, der Typ pennt hier. Es ist zum Glück nur irgend so ein namensloser Ordenskrieger. So, den Schrank ausräumen. Es kann natürlich auch sein, weil ich hier nur durchgeschlichen bin, dass man das Ding nicht sieht, wenn man schleicht, aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ne, und hier bekomme ich nichts ins Visier. Ich klicke mich jetzt. Ah! Na, hakel doch nicht fest. Ich klicke mich jetzt einfach mal, wie blöd, dann da durch. Uiuiui, vorsichtig. Ganz vorsichtig. Hier liegt noch ein bisschen Geld. Danke. Und an dem schleichen wir uns auch einfach mal gemütlich vorbei. So, Trauben, Teller. Okay, wir haben Glück gehabt. So, ist hier noch irgendwas? Gut, hier ist ein Thron und hier seht ihr den geheimen Raum und viele Möglichkeiten. Es ist zum. Ja, ich bin beim ersten Durchlauf, habe ich hier nicht rumgeklickt. Das heißt, ich habe nach einem Schalter gesucht, dass wir ihn ins Visier bekommen. Oh, mein Kopf. Okay, dann habe ich auch eine Idee, wie wir in dem Bordell den Ausgang finden können. Vom Mein Kopf. Schlösserknacken verstehe ich nichts. Oh, mein Kopf. Das. Oh Gott, das braucht gleich ein, zwei Aspirin. So. Amulett der Don-Familie. Schutz vor Stichwaffen 10. Okay, Nautilus-Verhandlung, ja. Gut, damit haben wir das jetzt auch erledigt. Wollen wir gerade hier nochmal. Hier steht etwas über Magie. Weisheit plus 3, sehr gut. Das wollte ich eh nicht skillen. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir wieder rauskommen. Und wehe dem, der scheiß Ordenskrieger steht jetzt hier unten. Oh, ganz langsam. So, dann haben wir jetzt hier wirklich alles erledigt. Und raus. Komm. Sehr schön. Okay, das ist gut. Das ist richtig gut. Das. Hoppla. Springen. Dann testen wir das Ganze jetzt hier auch nochmal. Du hast recht, wie immer. Wow, wie viel HP wir verlieren. Wir brauchen Immer Akrobatik. wieder. Gibt es das hier auch? Ja, ne? So. Gucken wir. Na, dann hier nochmal. Klick, klick, klick. Nee. Aber hier ist ja noch eins. Nee, das scheint tatsächlich noch getriggert zu sein. Ich hoffe, ihr hört mich jetzt nicht wie blöd auf der Maus rumhämmern. Aber ich meine, hier ist auch noch irgendwo. Ist hier noch ein. Ne, das ist ein Fenster. Ja, das wird ja nicht hier sein. Das wäre bescheuert. Das wäre irgendwie auch bescheuert, wenn das hier wäre. Ich meine, das war aber auch so ein Bild. Hab ich mich gerade erschrocken. Und hier vielleicht? Nein. Was ist los? Mo, du nervst ein bisschen. Und ich meine, das ist hier. Und was war. Jetzt haben. Okay. Ich stand jetzt genau hier hinter dem. Ach, egal. Gut, das Ding ist schon mal offen. Sehr schön. Aber, da wir Mo gerade sehen, sonst vergesse ich das nämlich nachher. Tut mir leid, dass wir da jetzt wieder weggehen. Musst du vorsichtig sein.
Ja, ich bin unberechenbar. Ja, weiß ich. Ich bin immer vorsichtig, wenn ich irgendwo einbreche. Wir gucken jetzt nochmal ganz fix hier im... Weil der ist, genau, der ist nämlich jetzt auch nicht da. Nutzen wir die Chance gerade und nehmen die Fleischerei auch noch fix aus. So. Weil hier, das ist ein bisschen blöd, weil die beiden Typen, die laufen hier sehr, sehr lang rum. Und dann mal rein aus dem Gebäude, rein aus dem Gebäude. Ja, ihr wisst, was ich meine. Rein und raus. Und deswegen machen wir das hier fix. So. Zack, zack, zack. Du pennst hier, ne? Da, gell? Genau. Ja, eine Rübe. Oh, da gilt's Truhe. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Verdammt. Hm. Und wir müssen noch eine andere Truhe finden, und zwar von Walter, dem Schmied. Da haben wir ja den Schlüssel schon geklaut. Und die Truhe wird dann höchstwahrscheinlich auch bei Alvaro im Keller sein. So, komm, 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 raus. Sehr schön. Und die müssen wir dann auch noch irgendwo finden, nachdem wir den Schlossknackzauber haben. So. Wir haben ihn einfach in die Festung gebracht. Du machst gute Musik, Mo. Okay, dann gucken wir mal, wo es da jetzt hingeht. Hey du, was willst du hier, Mistkerl? Wer hat dich geschickt? Okay, sprich mit dem Banditenhauptmann der Stadt, Erfahrung plus 100. Bleib locker, ich bin schon wieder weg. Ich dachte, ich räume mir mal auf. Ja, besser nicht. Bleib locker, ich bin schon wieder weg. Moment mal, so einfach kommst du mir nicht davon. Du spazierst hier doch nicht einfach so herum. Willst du was kaufen, oder was? Ah, was hast du anzubieten? Warum sitzt du hier im Lagerraum? Wohin führt dieser Gang da drüben? Hast du vielleicht eine... Okay, wir können ihn auch beklauen. Erstmal fragen. Wohin führt dieser Gang da drüben? Das könnte ich dir sagen. Ich müsste dich aber anschließend töten. Das willst du doch nicht, oder? Muss nicht sein. Hast du was anzubieten? Was hast du anzubieten? Ich habe hier einige seltene Artefakte. Kannst sie dir ja mal ansehen. Du siehst aus, als könntest du sie dir leisten. Wie kommst du darauf? Warum sitzt du hier rum? Warum sitzt du hier im Lagerraum? Ich habe hier wichtige Dinge zu erledigen. Mehr musst du nicht wissen. Okay. Ich glaube eher, dass du dich hier versteckt hältst. Hast du was ausgefressen? Mach ruhig so weiter. Und ich schwöre dir, du wirst noch mächtig Ärger bekommen. Bleib mal ganz ruhig, mein Korant. So, woher bekommst du denn deine Artefakte? Woher bekommst du deine Artefakte? Na, 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 na. Du willst mir doch nicht etwa Ärger machen, oder? Kannst froh sein, dass ich sie dir anbiete. Das sollte dir reichen. Erzähl mir ein bisschen mehr über dich. Ich glaube, das wird dich nicht freuen. Erzähl mir ein bisschen mehr über dich. Du bist mir zu neugierig, Kleiner. Wenn ich jedem beliebigen Kerl auf den Leim krieche, dann müsste ich ja verrückt sein. Don Esteban würde mich auf der Stelle von meinen Pflichten entbinden und auspeitschen lassen. Aha, du arbeitest also für den Don. Ach komm, das siehst du doch, du Schwachkopf. Ich trage die Rüstung seiner Leute und halte mich im Hintergrund. Nur ein Idiot würde nicht sehen, dass ich zum Don gehöre. Bist du ein Idiot? Schon gut. Moment mal, du bist doch nicht etwa dieser Schiffbrüchige, von dem die Jungs draußen reden. Oder? Und wenn es so wäre? Du hast hier in der Stadt schon für einigen Wirbel gesorgt. Es heißt, du würdest in dieser Stadt etwas bewegen. Naja, da kann ich nur für dich hoffen, dass du dich für die richtige Seite entscheidest. Jupp, keine Sorge, mein Freund, das habe ich vor. Was genau ist eure Aufgabe hier in der Hafenstadt? Ich bin mir nur noch nicht ganz sicher, ob man dir vertrauen kann. Du bist zwar für uns kein Unbekannter mehr, jedoch wäre mir wohler, wenn du noch eine Sache für uns erledigst. Hilf noch einem weiteren von uns, dann kommst du wieder. Und ich werde dir über unseren Plan erzählen. Verstehe. Ah ja, okay, neue Quest, alle macht dem Don. Also, das bekommen wir dann erst, beziehungsweise, ja, das ist dann wohl diese generelle Quest mit den 4 Aufträgen. Gibt es ein Artefakt, das dich besonders interessiert? 1? Genauer gesagt sind es gleich 3. Es heißt, hier in der Stadt seien 3 sehr wertvolle Schalen aus Gold im Umlauf. Wenn du die Schalen auftreiben kannst, würde ich dir
Sagen wir 600 Goldmünzen dafür zahlen. Das Angebot mache ich dir allerdings nur, wenn du mir alle drei bringst. Klar? Ja, ich besorge die drei Goldschalen. Ja, für die eine brauchen wir ja, glaube ich, was hat er gesagt, einen Telekinesezauber, weil wir da so nicht rankommen, weil die irgendwie auf dem Leuchtturm ist. Gut, fragen wir mal, wo die sind. Wir wissen es ja eigentlich. Wo sollen diese Goldschalen sein? Ich hörte was von einem Kerl in Pettys Hafenkneipe, der zumindest einen davon verkauft. Aber was da dran ist, weiß ich nicht. Was ist an den Goldschalen so Besonderes? Zufällig weiß ich, dass einer der Weißen am Hafenkai ganz wild hinter den Dingern her ist. Er heißt Carrasco. Ha! Was die Weißen interessiert, muss schon äußerst wertvoll sein. Grund genug für mich, einen hohen Preis dafür zu bieten. Wie stehst du zu den Ordenskriegern hier in der Stadt? Ein Haufen fanatischer Idioten. Sie tun exakt das, was der Inquisitor ihnen sagt. Sie sind nicht bestechlich. Und das ist es, was ich an ihnen nicht mag. So bald wird der Inquisitor wohl nicht wieder abziehen. Was sehr bedauerlich ist. Aber wenn wir schlau sind, vermeiden wir erstmal einen offenen Konflikt mit ihm und seinen Ordenskriegern. Wenn sie sich nur aus unseren Geschäften heraushalten würden, wäre ich schon glücklich. Ich besorge dir die drei Goldschalen. In Ordnung. Aber lass dir die Dinger nicht abnehmen, wenn du sie gefunden hast. Klar, wäre doch schade drum. So, und wir können noch mit ihm handeln. Lass uns handeln. Und er hat... Oh, nett. Okay, er hat so einen Witzerzählen-Zauber. Aber vor 100, mein Gott, er hat Dietriche. Er hat einen Ring mit Armbrust plus 1. Interessiert mich nicht. Maximale Lebensenergie plus 10. Nett, aber alles zu teuer. So. Gut, hier sind... mehrere Wege. Dann gucken wir gerade mal. Tja, da hat er nicht hin. Schlösserknacken verstehe ich nichts. Hier ist ein Schrank. Hier können wir mal reinsehen. So. Schauen wir mal hier oben. Hier ist ein Schalter. Okay. Aha, mal kurz sichern. Wo? Ach ja, okay. Wir sind im Haus des Dons. So, hier gibt es also noch einen zweiten Eingang. Sehr schön. Also hätten wir uns das Ganze im Prinzip auch sparen können. Okay, aber nicht so wild. So, weswegen ich eigentlich hier bin, denn es gibt ja noch eine andere Sache, die wir machen können, beziehungsweise ja nicht können, aber wir können nochmal ansprechen. So. Das ist zu riskant. Okay, das geht noch nicht. Da brauche ich wahrscheinlich Rang 2. Denn wenn wir hier jetzt runtergehen, ist dann der Weg nach draußen. Aber... ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Genau, dafür brauchen wir einen Schlüssel. Und den Schlüssel hat er. Und es gibt zwei Möglichkeiten, um da ranzukommen. Halt, erstmal sammeln wir unser Zeugs an. So. Ein paar Äpfel, ja, kann man immer gebrauchen. Noch eine Reiselust, sehr schön. 10 Erfahrung. Moment, bevor ich das vergesse, ziehen wir uns die auch direkt mal rein. Halt. Wie sah die Reiselust nochmal aus? Hier. Sehr schön. Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Okay, wird auch nichts. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Wir können zum einen per Taschendiebstahl machen. Oder wir kloppen ihn um. Und geben ihm dann so einen Witzzauber. Also verpassen dann einen Witzzauber, weil dann vergisst er es. So. Und ich will mir so einen Witzzauber mal gerade hier auf die Leiste legen. Den einen, den wir haben. Muss auch reichen. So. Wird ihm zwar nicht gefallen, wenn wir ihn dann platt machen. Gut, jetzt haben wir natürlich nur halbe Energie. Das ist natürlich ein bisschen unschön. Na. Okay, hab gedacht, wir hakeln fest. So. Dafür werde ich jetzt aber keinen Heiltrank nehmen, sondern ich werde jetzt einen Cut machen. Werde dann mal kurz padden gehen in unserer Hütte. Und dann werde ich hier mit voller Energie beim nächsten Part widerstehen. Bis dann.